Hallo. Ja, mir haben gerade hier so mein Zeugnis von dir und ein bisschen mehr zu teilen. Und mir haben gerade angefangen, dass ich, wo ich geboren bin, wo ich abgewachsen bin, dass ich dann ein paar Jahre geboren in der Rio Verde abgewachsen. Und ich nehme an, ich war dann so, ich mache das Baby gewachsen. Ich nehme an, die Jungs kicken, die an der Freizeit zu sagen, für ein Baby. Ich nehme an, dass meine Eltern geworden haben. Und so, ich mache das Baby geholt haben. Und ich wachse ab. Und ich bin dankbar für meine Eltern, dass sie mich zur Welt gebracht haben. Ich bin dankbar, dass ich nicht ein Kind Gottes sein kann, dass Gott mich getragen hat und dass ich nicht ein Kind Gottes sein kann. Ich freue mich, dort zu warten. Und ja, ich wachse tun sie ab und wird nicht ein leichtes Haus, wo einer abwachsen darf, und nicht ein leichtes Heim, aber ich bin Gott dankbar für dort, was du erst dort einer hat können lernen. Und wir haben gerade hier so erstens zu lesen, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23, sagt dort, das neue Leben, das die nie haben, habt ihr nicht von deinen Eltern gekriegt, das Leben, das euch enthalten, das verjährt. Das neue Leben, was ewig bleiben will, von Christus durch Gott sein ewig Leben jetzt wird. So das Leben, was die Eltern geben, und das verjährt, das sind, was nicht ewig bleiben wird, aber wenn wir von ihnen geboren sind, das sind, was ewig bleiben wird. Das Leben, was die Eltern geben, und das sind, was wir sterben hier, und dann sind wir weg, und wenn wir von ihnen geboren wurden, das sind, was ewig bleiben wird. Und ich bin dankbar, dort zu warten, und dankbar, ganz besonders dankbar sein, dass ich dort weiter von ihnen geboren sehe. Und ja, ich war in der Rio Verde ab, und ging tun sie auch zur Schule. Mich interessiert nicht, mich gehen nicht schön zur Schule gehen. Ich werde immer, ich werde herstellig mit alles, ich werde nicht im Weg liegen, also ich werde herstellig. Und dann direkt dort, ich actually einer dort wie die Rules, was die tun sie haben, und einer dort durch gehen dort, und einer jene durch. Und dann, die wird dann nicht so lang, und ich Schuljahren wird dort einer dann, ab der Großnacht ging in der Jugend nahm, wo dort so respektlos gelebt wird. Und wo dort, ich glaube, das ist mir immer hier nicht, dass wenn der einen Tag nach selber in Winter dort nicht bin, wenn die von ihnen geboren sind, dann würde es anders sein, dann würde nicht so ein Leben aus uns dort sein, dass einer den anderen checken hat, dass es dann wird. Und ja, ich ging in der Jugend nahm, und ich lebe durch sie auch, manchmal nahm, dass sie andere abdeuten. Und während Thuis nicht läuft wird und Thuis so viel ein schweres Heim wird, von Bett sieht aus, wird nicht leicht, Thuis zu leben. Und dann sagt einer, eine Läufe, einer sagt, das haben Dinge. So, ich probiere meine Läufe zu fällen mit Erde, ich nicht mit Gott seine Läufe. Und einer ging dann einen Sinn nennen, was einer würde denken, was wirklich eine große Sinn wird, einer Raum hören dort, wird wirklich eine große Sinn, aber ich will hier von dir am bloß sagen, der geratste Sinn ist, wenn sie nicht an Jesus glauben und unter Champ alle herum. Der geratste Sinn ist, dass sie nicht an Jesus glauben und der andere ist nicht der Sinn, als wenn sie nicht an Jesus glauben. Ich glaube, das ist in Johannes Kapitel 15. Bitte, in Johannes Kapitel 16, also Vers 9 sagt Jesus, dass das immer was Sinn ist, dass sie nicht an mich glauben. Immer was Sinn ist, dass sie nicht an Jesus glauben. Dort ist der geratste Sinn. So. Und der andere Sinn, wo die Menschen immer für den Sinn teilen, dort ist wirklich nicht so ein großer Sinn, als wenn sie nicht an Jesus glauben. Und nicht an Jesus glauben, dass sie gerade sind und dort viel Terrahal. Und alle andere Sinn, dass Jesus ist für alles gestorben, dass bis wann wir nicht wollen glauben, was Jesus verbracht hat, für unseren eigenen Eck ist Jesus nicht gestorben. Und wir machen uns wählen, dass wir wollen an Jesus glauben oder nicht. So. Und ich will mich, ich habe mir das gewählt, aber ich will nicht wieder gehen, was der andere denkt. Wie eine schwere Zeit, so. Das Leben ging wieder, und dann kam ich so weit, meine alte Schwester hat sich befreit, aber einmal waren andere an, dort ich nicht wie frei geblieben, manche gehen, so. Und dann kam dort, dass ich mich misslut und hoffen, ich kann nicht dort reich gut zu sein und nicht reich nicht zu sein, so ich muss. Und das wird für mich ein sehr schwere Thema, und dann ist mir viel noch schwer, aber ich kann vergeben, ich bin dankbar für dort, dass ich die Vergebung kann euch nehmen, was Jesus und Christus verbracht hat, das habe ich dort erst vor euch, so. Ich bin dankbar, dass ich mir das Luten dort annehmen, dass ich mich getragen habe, dass ich dann Willens gewahrt dort unternehmen. Und ich, wenn einer dort annehmen hat, was Jesus getan hat, dann kann einer ganz leicht einen anderen abgeben, einer kann dann denken, was Jesus getan hat. Und das ist dann leicht, dass wir uns unseren anderen abgeben können. Für mich ist das bloß eine große Liebe.
En ik mag bloos dat andere ook leren doen daardoor. Ik wil niet mijn ouderen doel eraan wegen daar. Ik wil bloos dat andere leren doen daardoor. Want als het zo passiert is, dat niemand zijn die moet die luten troffen gaan. Dat is niet een raad dat waar dat te merken, dat te doen, zoals dat dan is. En wegen, want wie niet vernieuwen die boeren zijn, het hoofd hoop in de wezen is. En de hoop niet moeilijk dan, want wie vernieuwen die boeren zijn. Wegen God dat ons met een helden juist duiden. En dat is wat mij zo verweerd is, dat te weten, dat dat wir nicht noch einmal unbedingt machen, untergedrückt worden oder gedäubt worden, was immer das dann ist, wenn wir von ihnen geboren sind. Und Johannes Kapitel 1, Vers 33 sagt Johannes, ist dort. Ich kann am nicht, aber da mich schreckt, mit Wut zu däuben, seht ihr mich, ab den du, den Jesus jetzt raufkommen und ab arm blieben, dort erst da mit den Helden Jesus däuben dort. So, wenn wir von ihnen geboren worden, wenn wir die Wahrheit glauben, weil hier in so einem Moment hangen auf Häuser Kapitel 1, mit Gott sein Wut immer so sehr viel wird. Auf Häuser Kapitel 1, Vers 13 sagt dort, und so wird es auch mit Jünger, die jede Worte gehört haben, wo die gerat werden in und am Gläubigen, dann täten Gott mit den Helden Jess. Und der hat uns mit den Helden Jess deuten. Wenn wir die Worte gehört haben, wird erst die Worte dort, dass Jesus auf sein Blut gegeben hat. Und dort hat er uns wurscht mit sein Wirt Blut, wenn wir und am Gläubigen, dann der hat uns mit den Helden Jess deuten. Sondern der Helge jetzt wird dann du fährst auf wieder kriegen, was Gott uns versprechen hat. So, dort ist meine Freude dort zu weiten und dort unternehmen. Und ja, dann war er wieder von einer Kolonie und du wirst dann auch war er so, dass du müssen in Ältesten fahren und du in ihrer Meinung, ihrer Sinn bekannt. Ich glaube, ich werde eine so falsche Ansicht haben, du hast gefahren, ich dachte, heute können wir den Sinn vergeben. Weil die dort sagen, dort ist nicht so, dort trifft nichts ist dort. So, dass niemals nichts ist, aber den Ältesten einen können Sinn vergeben. Und ich dachte, ich fuhr ab da hin, sagt du in der Hand, und ich dachte, heute können wir das vergeben. Und dann wird es auch, dass wenn einer kann alles zu Glück an Vergebung freuen, bis wann wir gepflegt haben, dann müssen wir noch ein paar an Vergebung freuen. Weil mich finde ich schon da ziemlich stierend, wenn ich dann denke, dass da unter der Hand fallen, und wenn das nicht die Wahrheit. Das ist nicht, was Gott sein wird, uns lehren. Und hier in seinem 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5, sagt er, willst du als ein Gott, und du hast ein Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht, der Mensch, Christus Jesus, das ist nicht in der Älteste, das ist der Mensch, Christus Jesus. Dann sagt er, dass ich selbst handjöf aus Leusial für alle Menschen, dass wir die rechte Zeit bewiesen für, dass Gott haben will, dass alle Menschen sollen geraten werden. Der will nicht haben, ob wir sollen in der Ältesten gehen, an sie sind du bekannt. Der will haben, wie sollen Jesus Christus gehen, an sie sind du bekannt. Und dort ist bloß, eine falsche Lehre, die du in sie erst, die einer nicht verstehen kann. Und hier in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18, sagt er, Gott hat den Preis getult, den von der Deutsche Wehe raufzuraten, die von den Fähralten Mädchen erben haben. Und die wollten, dass wir nicht mehr selber egal passiert. Aber heute betont, verjüngt mit Christus sein Blut und Leben, dass Gottes Lohn und dass keine Sinn oder Eier schickt wird. So Jesus hat dort, Gott hat seinen Sinn geschickt, Jesus hat dort alle getan, was tun sie wird. Er hat unsere Sünden auf sich genommen, er hat die Abendkreuzen abgedreht und dort hat er betont mit seinem Bieren Blut und Leben und Gottes Lohn, was keine Sünden oder Eier schickt, das hat. So. Das ist das, was ich von der ersten Tag sehe und ich sehe, was dort den Punkt gekommen ist. Gott hat mich getragen, hat mir das gewesen, dass ich durch Jesus allein Sünden Vergebung kriegen darf. Und ich wollte das noch, was ich von den Ältesten fortfahren deuten und vor der Wiener, dann habe ich weiter das Schild gefallen, war ich an, ich kann nicht alles nachher noch einmal da haben, wo du wirklich schlag wirst und einer das teuer. Aber dort wird bloß die Regeln, was einer du hast, was einer du misshaben. Und den alles sagen, was einer mein anderen Typ getan hat, was den nicht kämmert. Like, ich habe das mit Jan Typ getan, nicht mit Arm. So, ich muss mit mir Arm gehen und Vergebung fragen, was ich mit Jan Typ getan habe. Das ist ehrlich, was einer daran denken wird. Das ist nicht recht, das ist nicht, was Gott ihm wird lernen wird. Und dann, after, dann sieht mir noch eine Tante zu mir, ich hör, sollte meine Mama sein oder zu meinen Eltern sein, dort, ich würde gleich sterben, weil ich von Ältesten wird futtgefahren. Weißt du was, ich würde seine Halle gehen. Ich würde nicht in den Himmel gehen, bis von Ältesten gehen, meine Sinnen bekannt. Ich würde wirklich Glück sein in der Halle gehen, wenn ich glaube das nicht, dass Jesus dort vollbracht hat. Und Kreuz, mit seinem Blut, hat er uns gewaschen. Da hat nicht den Ältesten geschickt, dass heute unsere Sinnen vergeben. Und dort, als schwur, dass sie wollten, dass sie so viel noch in seine Lehre leben und dass sie glauben, dass alles da kommt, dass sie so eine falsche Lesen dort. Ich möchte bis dort den Wunder der Bibel aufmachen und checken, was Gott sein wird sein dort. Und mein Gebet ist, bis dort der Herr mich ernte Horten aufmachen, dass sie Gott sein wird verstehen und dass sie können annehmen und überleben, was Gott sein wird sein dort. Und dann kommt es auch nach, dass einer du zu Ufen mal
Foran dort, in der Uwemol war das Polsch genommen, wo es auch kommt, dass von mir reden, und das auch wird nicht von ihnen geboren. Und ich nehme Uwemol. Und Gott sein Wort sagt, wenn wir Uwemol nehmen, dann, und wenn wir nicht so leben, dann, als ich dort gehören werde, dann da wie, du darfst Jesus Christus sein Blut, dass dort die Recht über uns bringt, wenn wir glauben, dass nicht der Freihaft verbracht. Und wir nehmen aber das Uwemol, wie vielen dort du sollst, wenn Jesus sein Blut und Jesus sein Körper du hast. Dort ist nicht recht. Dort wird für mich, also von uns, ich den Unterschied, dort ich habe einen Fehler gemacht, wo ich weiß, dass Jesus mich vergibt hat. Das ist ich sehr dankbar für. Und hier in den 1. Korinther Kapitel 1, Vers 10, wenn ich sage, wer von dit Brot hat und von den Herrn seinen Köffel trinkt und lebt nicht selbst, sich dort hier, verschält sich du dort und Herrn Jesus. Und Herrn sein Blut und Körper. So, der verschuldet sich an Jesus sein Körper und sein Blut. Das wird einer dann deut. Einer wisst nicht besser, aber ich bin Gott sei Dank, dass einer auf die Jungen aufgemerkt hat, dass einer nicht besser wollte. Dass einer nicht sein kann. Ich nehme dort mit Frieden, wenn Jesus Haft dort vollbracht für mich. Und Jesus Haft dort betult. Jesus Haft meine Sünden betult. Und dann. Ich war dort alle wieder gegangen. Und wir haben auf den Stolz geluten. Ich war tief bis nicht vorig. Und ich ging von Tüß, ich ging in den Schalk und habe dünn so ein paar Tore und ein Jahr geschoben. Und dann nur dort und in den Lohen Platten. Und ich dünn auf den gewissen Titeln, dann schaue ich meinen Mann durchhauen, dann schaue ich Korni durchhauen. So ich bin dankbar, dass Gott am Haft durchhauen und geschickt. So, und wir lernen uns kennen und wir befrieden uns. Und wir haben uns nur gesagt, nur haben wir uns im Leben in den Kirche getrübt. Und in der Government, nur gesagt, nur haben wir uns in der Regierung geschrieben. Ein Paraguay, so. Und aber wahrlich, dass ich Gott sein Wort kann, dass wir einmal sein Top gekommen und haben die Schleiß, wie hier hat, tun sie erst ans Fleisch ein. Und dort ist ein Paraguay geworden. Und dort ist in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 6, die sagt, oder wollt ihr nicht, dass wer sich mit einer Höhe aufgibt, ein Körper mit RS? Der Schrift sagt, die zwei wollen ein Fleisch sein. So, eben. Andere, nicht so, was sich rammt, die haben eben andere, like, wo, wie immer du erst, wenn ein Junge und ein Mial geschlagen wie hier haben, die zwei sind ein Fleisch. Das hat nichts mehr zu tun mit, in der Kirche haben, das hat zu tun mit, die zwei sind ein Fleisch. Gott hat die Taub gemerkt. Gott hat gesagt, wer sich über mit dem Herrn verbindet, ist ein Jesus mit ihm. Und so wird so erst, wenn wir bei geschlagen wie hier haben, das ist ein Mond haben, und wenn andere haben, geschlagen wie hier, die beiden sind ein Fleisch. Und dann dort ist da nicht mehr, like, da sind da nicht mehr zwei, da werden sie ein. Da kommt selber bei ihm die Dung, aber da zwei werden so, da werden sie ein. Da weiß ich vorher nicht, wenn ich das gewiss von, wo ich das nicht tun kann. Weil ich lese nicht Gott sein Wort, ich kann nicht den Helden Jesus in mir, ich kann Gott sein Wort nicht verstehen. So, ich bin Gott dankbar, dass ich das nicht verstehen kann. Besonders dankbar, dass ich auf mich in Korni Taub geführt, dass wir eine Ohe sind von Gott und dass Gott uns auf Taub geführt, dass wir beten an Jesus sein Blut glauben und dass wir beten seine Kinder sind und dass wir das wollen, dass wir das wahrlich sind. Und dann wir befrieden uns und leben nach ein paar Jahren noch in Bolivien. Und dann von dort an da wie in der Stadt. Wir sind wie 50 Jahre, was wir hier in New Zealand und ich bin Gott dankbar, dass wir uns hier gebracht haben und dort wir können hier in so auch mit Amt leben. Heute ist alle weh, ne? Heute alle weh, heute ist auch begonnen zu ihr, heute ist auch begonnen zu Welt. Gott ist alle weh. Wir sind auch sehr dankbar für. Und hier in Apostelgeschichte Kapitel 17, besonders 24 und 26, weil lesen sagt Jesus, wann und heu wird auch nicht von Menschen hängen bedeutet, so als wenn am irgendwo fehlt, weil es heu selbst gab alle Menschen leben in Udom und alle anderen. Und heu habt dort so gemerkt, dass alle Falt ja aber ihr von einem Mensch domen, dort erst kriegt dann von Adam. Und dann sagt er, in Eva die ganze Welt wohnen sollen und habt den Tiet gesagt und bestimmt, wo sie wohnen sollen. So Gott hat eben den Tiet bestimmt, wo Menschen wohnen sollen. Und ich glaube, das ist eine bestimmte Tiet, dass wir hier stets wohnen, dass wir hier können wohnen. Und dann sind und dort haben wir Gott uns versprochen. Und dann schauen dort auch Leute nach, oh, wie uns befreien deuten. Ich glaube, ich dort hier sagen, dass ohne reden, aber ja, mir fallen die Bibel. In 2014 fuhr ich den Campamento in Loma Plata, ich ging da hin, ich fuhr da hin. Und dann Leute ich über mich beten und dann, doch, ich hatte mehr, so, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Christ. Und da war Leute an, ob wir nicht so. Ich heichel mit und ich rede den anderen Menschen von, ich bin ein Kind Gottes. Und ich da zweifeln an mich, du wegen Wolle, ich sei nicht ein Kind Gottes gewesen. Und ich kann nicht glauben, dass Jesus das vollbracht hat. Und half.
So I came 5 years. It's dort ram die gun und gesagt, ich sah einen Kind Gottes, ich sah einen Christ, wo nicht die Wahrheit wir. Warum ich dort wollte, warum dort nicht die Wahrheit ist, ich will hier ein Falsch lesen, weil ich den Falsch krieg, meine Klarheit, wo ich Gott sehr dankbar für sein. Und das ist in Jakobus Kapitel 1, Vers 7 und 8, das sagt, dass der Zweifel soll nicht meinen, dass heute von Gott wird kriegen wird. Das ist Vers sehr klar, nicht? Ich der Zweifel, ich dachte so, man, ich will auch sein Kind Gottes, wenn die Schrift sagt und so, aber ich glaube dort nicht, wenn... Wenn ich mit anderen rede, dann sehe ich Zweifel. Und ich weiß nicht mehr, so, ob wir von beiden Seiten haben. Und dann hier sagt ich, dass Vers 8, ein Zweifel ist, haben und haben all seine Wehen. Das war das erst, das war wir. Dann war das 3, dort ist, dort heute von, ein Zweifel soll nicht meinen, dass heute von Gott vertrieben wird. So, der ist der Falsch, der gegen mich so doll, das schneidet mich so. Ja. Dann fange ich an, nicht schwierig zu werden. Was erst du, warum Zweifel ich? Dann war ich dort an, dass Gott sein Wort nicht vertrauen will. Gott sein Wort sagt dort, Gott hat gesagt, dass er auf seinen Sehen geschickt und wir an einem Glauben auf ihr Leben. So. Und vorher ist Johannes Kapitel 4, Vers 10 sagt dort, wer an Gott seinen Sehen glaubt, wird bei sich im Hort, dass das so ist. Und wer Gott nicht glaubt, dann Gott, du meinst einen Lehrer. Und das ist, was ich vorher deut. Ich glaube nicht, dass Gott uns von ihr Leben gibt. Ich dachte, wir müssen something to do. Und sagt er, ich wollte fast noch einmal, wer an Gott seinen Sehen glaubt, wird bei sich im Hort, dass das so ist. Wer Gott nicht glaubt, dann Gott, du meinst einen Lehrer, weil es heute glaubt. Und nicht, was Gott von seinen Sehen gesagt hat. So, was hat Gott gesagt? Was hast du dort aktivieren dort? Und er sagt dir, das sagt, Gott hat gesagt, dass er uns euer Leben gegeben hat. Und das Leben erst in seinen Sehen. Gott hat uns euer Leben gegeben. Und sagt, wer Gott seinen Sehen hat, hat Leben. Und wer ihn sehen nicht hat, hat nicht Leben. Und hier verstehe ich das so, wenn wir nicht glauben, dass wir euer Leben haben, dann nennen wir Gott zum Lehrer. Und das ist eine schwierige Sache, sonst dort. Und wer wir dort nicht tun, wer wir dort vertrauen, wird Gott sein gut sein dort. Und dann sage ich dort, jetzt schreibe ich Günther hier und Gott seinen Sehen glauben, dass die wollten, dass die dort euer Leben haben. So, ich wollte dort, dass ich euer Leben habe. Und ich sage mir sicher, dass ich dort wollte, dass ich dort habe. Und ja, dort wird, sind die 2 Jahre von da, diesen Monat waren 2 Jahre von da, dass ich abhören dort mit den Zweifeln. Dann sage ich, ein Jahr ist es dort gewesen, dass ich doch Zweifel nicht mache, wo ich meine Frau und dort habe, dass ich das wüsste, dass ich ein Kind Gottes wird. Dann schaue ich darüber nach, war aber den Punkt dort, ich habe die Säuligkeit verlieren, wenn wir von ihnen geboren sind. Und ich dachte, ich war dort, ich sehe, na, okay, wir sind in Mexiko, wir fuhren in Mexiko, du Han, und dann, wir wollen durch die Bibelschule gehen, und dann, glaube ich, wird eine andere Schule, was Gott uns schenken dort. Und dort wird gerade dort, dass wir dort lernen dort, dass wir keine Säuligkeit nicht verlieren. Wir wollen in die Bibelschule gehen, einmal von der Bibel lernen. Dann schreibt Gott uns über den Helden Jesus und der lehrt uns die Worte. Ich weiß nicht, dass wir in der Bibelschule die Worte gelehrt haben, aber wir haben nicht dort verlangt, dass wir wirklich in der Bibelschule gehen. Und hier sagt er, ist Johannes Kapitel 2, Vers 10, wenn ich sage, aber die haben den Helden Jesus gekriegt und der lebt und die haben dort nicht nötig, dass sie ihn verliert. Was der Jesus lehrt, es war. Was der Jesus lehrt, es war ein Nisch gelehrt. Und so, was der Jesus lehrt, so blieb. Und arm. So, wir haben den Helden Jess und wir haben nicht nötig, dass wir nach müssen unbedingt vorhanden gehen und den Harfen, weil die Bibel ausleihen. Also, was die Jess uns lernen, das war. Warum dort bei dem Punkt kommen, ich will hier ein Klima sein, ich will auch von meinem Mund sehen, auch mal ankommen. Wir in Mexiko, wir wohnen in Coctemoc und die kommen nicht dann dort, die kommen ein paar Lieder an, wir fuhren durch in Coctemoc, die rutschen in der Baptist Church. In der Baptist Kirche und du kommst dann ein paar Lieder an uns. Ich bin dankbar für sie. Gott, ich glaube, Gott hat an uns geschickt. Du tell. Und der Mond sagt, mein Mond, was läuft, wenn du von ihnen geboren wirst, wenn du nicht jetzt ein selbstbeziehende Höhe, ich will gerade sagen, dass du sagst, selbstbeziehende Höhe entstorfst du. Wo willst du sein? Na, wir wollen für schöne Hals sein, weil wir uns was Gott nicht gefällt. Wir uns was Gott nicht will haben. Dann sagt er, hat Jesus die nicht alles, Manuel, dann sagt er, hat Jesus dir nicht alles vergeben? Hat Jesus ihm Leute nicht alles gegeben für die Rente, wo schon von der Sinn? Na, ja, der hat. Na, was glaubst du, wo sie sein? Na, dann müssen wir uns entscheiden, was wir glauben. Wollen wir die Wahrheit glauben? Oder wollen wir glauben, wie sein, okay, wenn wir von ihnen geboren sind, wie dann sind, dann gehen wir nach Hause. Nee, das ist nichts dort. Aber wir wollen nicht gut dran hören. Das ist auch nicht so, was der Helde Jesus uns lehren hat. Warum sind sie dort? In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9 sagt er, wer von Gott geboren ist, lebt nicht in Sinn, will Gott seine Kinder und Gott bleiben, die kennen.
Gott seine Kinder und Gott. Doch, Vers 9 noch einmal, ich sage dann ohne, komm, weil hier in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 18 sagt dort, wie wollten dort, wer von Gott geboren ist, sind ich nicht. Wer von Gott geboren ist und sein Kind ist, wird von allem gehauen und der Beuse allem nicht unterhauen können. So, wir wollen nicht ans Fleisch nur gehen, wenn wir von ihnen geboren werden. Wir wollen dort, wo die Gäste uns lernen und die Gäste wollen uns nicht lernen, dass wir so einen guten Sinn leben. Das ist für mich so klar. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9 sagt dort, wer von Gott geboren ist, lebt nicht in Sinn, weil Gott seine Kinder an Gott lieben, die können nicht sündigen, weil sie von Gott geboren sind und nicht Leben in sich haben. So, die können nicht sündigen, wenn wir von Gott geboren sind. Merken wir Fehler? Ja, wir tun. Wir sind noch nicht perfekt. Wir leben in einer Welt, wo wir Fehler merken wollen, wo wir in einem sündigen Fleisch noch leben tun. Wir wollen nicht mutwillig sündigen und wir wollen nicht mutwillig von einem Sinn leben. Und dann 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1-2 sagt, Leute, Kinder, ich schreibe Ihnen das, dass die von der Sinn weich blieben. Wann aber doch wer sündigen soll, dann habe ich Jesus Christus, der unser Sinn ist, und der wie Gott den Vater für uns einstunden wird. Christus hat mit seinem Tod unsere Sünden betont und nicht nur unsere, auch von allen Menschen auf der Welt. So, der hat alles betont. Heute hat nicht ein und andere Mal sterben für uns, wenn wir sündigen tun, oder wenn wir Fehler mehr tun. Wir sündigen nicht. Wir sind Kinder Gottes, aber wir merken Mistakes, wir wollen Fehler merken, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht so eine Menschen, die nicht Fehler merken tun, aber wir wollen nicht mutwillig in den Sinn leben und wir wollen nicht in eine Hürerie leben, das Jana dann sieht, wenn wir wollen mit die Sonne setzen, wenn wir dann wollen sterben, wir wollen bei Jesus sein, wir wollen nächstes dort leben. Ich verstehe nächstes dort, aber ich wollte, ich sehe mir sicher, wir haben euer Leben und Gott hält uns für sich. Und worum ich mir sicher sein und dort, ich habe mir noch ein paar zu lesen. Wir haben gerade hier so eine 1. Korinther zu gehen, eine 2. Korinther, Kapitel 1, wo ich mich immer freuen zu dort. Dort darf jeder, dort Gott hat gesagt, er hat seine Sehnsucht in 1. Johannes, Kapitel 5. Und hier sage ich dort, 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20, dort ist so, ob alles, was Gott verspricht und hat erst beantwortet, jo, du wehen so, wie der Jesus Christus auch ans Amen tut. Gott hat versprochen, dass wir euer Leben haben. Wie sagen, dass Jesus Christus auch ans Amen tut? Dann sagt er dort, Gott verherrlicht wird. Gott wird verherrlicht durch dort. Dann sagt er dort, dass Gott der uns mit ihm tut und Christus Poststunden lädt und uns zum Deins angesehen hat. Wer ist dort? Dort, dass Gott wir uns Poststunden lädt, uns taub, oder taub, wer wie von ihnen geboren sind, war noch einmal. Dort, dass Gott der uns mit ihm taub und Christus Poststunden lädt, und uns zum Deins angesehen hat. Heu hat uns für sich gestampelt. Heu hat uns singen Jazz und uns Wort gegeben als eine Garantie für dort, wonach kommen soll. So dort ist gerade der Dope von Helden Jazz. Heu hat uns mit Helden Jazz gedäubt und der Helden Jazz hat eine Garantie für dort, wonach kommen wird. Gott wird uns nicht den Helden Jazz geben, denn in der Halle nicht gut. Heu hat uns den Helden Jazz gegeben, dort ist eine Garantie für dort, wonach kommen wird. Und 2. Korinther Kapitel 5, Vers 5 sagt, Gott selbst übermerkt uns für die Treue und hat uns all seinen Jazz als eine Entschuldigung gegeben. So, ich bin sehr dankbar für dort. Und dann Kapitel 3, Vers 4 sagt, dass Gott vertrauen habe ich durch Jesus Christus, durch Christus. Und sagt, wir sollen uns nicht so ohne, wenn wir uns selbst zu Turm stehen würden, alles, was wir vor dich bringen können von Gott. Und dann Kapitel 4, Vers 2 sagt, mit alles, was geheim und Schoenhof ist, haben wir nichts zu tun und wir holen nicht hingerecht. Wir lassen Gott sein Wort als Wort tun und geruht willst, wie der Wort in Gott seine Gehen wird klar für den Tag bringen kann, wie du mit per Gott in den Gewässern von Menschen bestunden. So müsste so viel wird und ganz besonders viel wird erst mir, dass ich das Wort, dass ich all ihr Leben habe und ich das nicht verlieren kann und dass ich ein Kind Gottes sehe. Ich sehe ein Kind Gottes, ich nahm mich nicht, so ich wollte, dass ich sehe. Ich freue mich, du sollst auch. Und wir haben hier so in Johannes Kapitel 10, das ist eine Frage, die mehrere Menschen alte Hirn gekriegt haben, und das ist dann, was ich betrügen will, wenn ich sage, Jesus ist nicht wir. Johannes Kapitel 10, Vers 27 sagt dort, meine Schub hier in meine Stämme, ich kann an, und ich komme in mir herum, und ich gebe an euer Leben. Wo das ewig bei dir? Bei mir ist ewig dort, das ist ewig notiert, das nehmen uns nicht ab, das euer Leben. Dann sage ich dort, und ich gebe an euer Leben, und sie wollen niemals ankommen, in China konnte ich meine Hände riechen. Und dann sagt er, mein Vater, der mir gegeben hat, ist gerade das alles, in China konnte ich meine Hände riechen. Ich und der Vater sind ein Jesus, und der Vater sind ein, uns von China hat Jesus seine Hände riechen. Und dann sagt er, dann hoffen die Jüdensteine ab, am Abend zu steuern.
Wurde erst von den Menschen, die dann nicht Steine abheben, weil die dann so verfolgen, wenn wir sein, dass wir euer Leben haben. Besonders, wenn wir sein, dass wir keine Säuligkeit nicht verlieren. Dann hier in so Kapitel 10, Vers 4 sagt, wenn heute in die Schub gespüten habt, die Schub, das sind wir, dann geht heute verab und die Schub kommen herum, sie kann sie nicht stemmen. Jesus geht verab. Wie gehen sie heran? Wie kann sie nicht? Und dann sagt er, die wollen aber niemals einen Fremden heran gehen. Aber von einem Wahl heran will, sie können den Fremden nicht. So, wir wollen nicht in den Sinn dann gehen, because wir können den Fremden nicht. Wir können Jesus nicht stemmen, wir gehen Jesus heran. Und das ist, was wir dort ist, und wir haben in Mexiko die Klarheit gekriegt, und wir können dann Tränen stets nehmen, und wir wussten dann dort, und wir freuen uns. So grüßlich sagen, dass Gott uns auf euer Leben gegeben hat, und dass wir das wollten, wenn der Entdeckung auf einmal was stattfindet, dass wir sind ein von den Worten, die mitgenommen worden wären. Jesus hat unsere Sünden betont, und wir glauben der Bibel, und wir vertrauen Gott sein Wort, und wir wollten, dass Gott sein Wort als Wahrheit, und wir lassen Gott sein Wort als Wahrheit tun. Und ich bin so dankbar. Und ich bin auch dankbar, dass meine Eltern mich in die Welt gebracht haben, dass ich weiter ein Kind Gottes sein. So, ich bin so dankbar für dort. Und all dort, wo ich so in der Stadt gegangen habe, ist ein bisschen Liebe für mich. Und dort, einer wollte, der einer kann lernen, der alles. Und besonders, mir dann auch das Paulus sagt, dass Jesus hat mir gerade am zu sein, dass heute hat eben der erste Sinne, der heute wurscht mit Jesus sein Blut. So, ich freue mich für an. Und ich weiß nicht, wie Jesus mich hat gewaschen, aber ich bin so dankbar, dass er mich hat gefangen, dass er mich hat gewaschen, sein Kind zu sein. Wir haben gerade hier noch in Korinther zu gehen, wo ich so viel und denken, wo ich glaube, was wirklich ist, dort ist. Und das sage ich in 1. Korinther Kapitel 1, ich war von 26 durch einen Dörrlich, dort ist ein ganzes volles Thema, wo mir so viel wird ist. Das sage ich, Jesus, dort, Brüder, ich war sein Geschwister, wie einmal der Tarchen dort, wie einmal im Haaren ist, wir kennen uns Geschwister nennen. So, denk dir eben nur, wo dort, wie aus Gott jünd wählen dort. Du wirst nicht viel Wesen, nur menschliche Mut, nicht viel so Stärke, nicht viel dort in der Gesellschaft hochständen. Dann sagt er, aber wo die Welt uns ansehen und sagt, wo die Menschen uns ansehen und sagen, dann man muss es dort sagen, wo die jede Welt nennen, aber wo die Menschen nennen. Und dann sagt er, wo die Menschen uns ansehen und sagt, will Gott, um die Wesen zu schon zu merken. Gott hat die Schwache in dieser Welt gewählt, um wo die Stärke erst schon zu merken. Wenn du einer den Checken, der hat gesagt, die glauben, dass so stark, wo sie haben, aber dann sage ich, dort, wo die Stärke erst schon zu mir. Und dann sagt er hier, wird die Welt verachtet, wird die Menschen verachtet. Wenn man sagt, wird die Menschen verachtet, wird die Welt verachtet. Und vernichtet hält, und wird nicht wird es, hat Gott gewählt, um dort nicht zu merken, wird in der Welt hier steht. Dann sagt er dort, so kann keiner sich für Gott wird anbilden. Keiner kann sich denken, ich der hat recht, wird ich der hat es gehört. Keiner kann sich vor Gott anbilden. Und dann sagt er, dass dort, was Gott getan hat, sind die, ich muss sagen, sind wie ein Exzendor, und sagt er, sind wie in Christus Jesus. Gott hat dort gemerkt, dort wie durch Jesus Christus in uns weiß und gereicht und heilig in gerat sein. Und dann sagt er, dort ist so geschrieben steht, wer sich pochen will, soll sich mit seinen Haaren pochen. Und du und sie sagt, so kann keiner sich vor Gott wird anbilden. Dann weiß ich mir, dass hier ein Säuer wird fallen, Vers, ne, Euphäuser, Kapitel 2, Vers 9, aber ich war auch 9 Bär. Er hat gesagt, hier ist es die sind durch Gott seine Genut gerade, willst die glauben. Dort ist nicht durch die Worken, dort ist ein Geschenk von Gott. Dort ist nicht die Worken, so dass keiner ihr sich hat, sich selbst zu loben. Das ist ein Geschenk Gottes. Dass wir kein Kind Gottes sind. Das ist nicht das, was wir tun, wenn wir proben, die Menschen in der Reihe zu haben. Und wenn wir proben, in die Kirche zu gehen, wenn wir proben, die Männerglieder zu sein. Das hat nichts mit dort zu tun, das hat mit dem Glauben zu tun. Besonders mit dem, was hier in Zeugnis, Kapitel 1, Vers 7, auf Häuser, durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft. In uns sind die Sünden vergebt durch die große Genug, die in uns Leben nennt, in uns zu üben, für die Wahrheit aufmerkt. Und ja, wenn du sagst, die sind durch Gott, die nicht genug geraten, willst du glauben, das ist ein Geschenk von Gott, das ist nicht durch die Worte.
En ik wou dat dat zelf hele de leren dat die maats lange hoor gaan, die maats een duik aan gaan, die maats de gemerkte klare aan gaan, wat ze voor dat zijn waar er woord in dat is niet der geloven. We zijn daar geen geloven alleen geraad. En wanneer dan een korinthe kapitel afkondigen, dat honderd zich van een man om je doen zijn, dat honderd zich niet van een duik, dat zegt de nooit dat dat die zo'n een duik aan gaan, ik vind dat als een afgaat ben. Zelf hele geloven de maat niet gaan, anders... Je hebt God dat er gebeurt en ik er hier, dat is een opgaat, dat is een opgaat, dat is een opgaat, dat is een opgaat, dat is dan niet er gebeurt wein. Ons leven je God en ons voeren in hemel, de brug zijn bij zich, dat we geraad worden, en dat heeft Jezus geschikt wein, want wie daar dood kan geraad worden, dat ik zal een duik aanhaan, dan houdt Jezus niet door leiden, dan houdt Jezus niet door sterven voor mij en voor die. En hier zo, en... In Galater, Kapitel 2, Vers 20 und 21, sagt dort, ich sehe mit Christus Schmerz, die Christi, dort sie eigentlich nicht mehr, ich da du lebst. Dort ist Christus, da in mir lebt, dort leben, dort ich hier im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben um Gott, seinen Sehen, da in mir Gott wir in sich selbst für mich haben, ja, auf Jesus, ja, auf sich haben, in mir los, die Körper im Pfarrer dort sind, korrekt, sag ich schon lesen, da habe ich den Glauben, oder Gottes Lohm, oder Schöne Sinn, oder euch, ich habe hier auf sein Leben, in sein Blut haben, für uns. Und sagt jetzt, ist dir, ik stel God zijn genoeg. Niet het ziet, wils van wie daar tot je zaad kunnen geraakt worden, dan weer de kleine uurzaak dat Christus hoort sterven mis. Dat is zeer klaar, want hij kan daar tot je zaad geraakt worden, dan hoort weer de kleine uurzaak dat Christus hoort sterven mis. Maar hij sterft voor mij en voor die, dat wie kan geraakt worden en hij zaad ons vrij. Hij heeft niet gezegd, oké, want je is over je leven gaan, dan ga je die duik aan, dan ben je de kleren aan, en trak die zijn haar een aan, wat allemaal doe is. We zijn vrij in Christus, en ik ben zo dankbaar voor dat. Galater kapitel 4, vers 5, zegt dat, wanneer je daar dat je zaad wel in je raak wordt, dan heb je je van Christus losgemerkt en zijn van de genoeg afgevallen. Dat is dan nog niet meer de genoeg geweest, want wanneer je in de genoeg bent geweest, Die kann er nicht aufholen, aber hier sind die nicht mehr die Genut gewesen. Dann sind sie von Christus losgekommen, sind von der Genut aufgefallen. Die sind dann auch nicht mehr genommen. Wie die guten Leute fut von dort, die waren Leute, die gesetzt gereicht worden. Und sagt, unsere Hupen, ich kann sagen, meine Hupen, erst dort wieder den Glauben. Meine Hupen, erst dort wieder den Heiligen Jesus und dort den Glauben für Gott gereicht worden. Dort den Glauben, Chevy gereicht worden. So, ich glaube, das handelt sich hier mehr davon, dass ich wollte, dass ich auf ihr Leben aus von dort, wo ich dort gewohnt sie. Und ich bin so dankbar, dort zu wollen, dass ich nicht konnte, dass Gottes sein. Ich brauche nicht mit Gesetzen umgehen. Ich bin frei in Christus. Ich war hier in Klimat in Johannes Kapitel 8, wo mir auch einmal abgeholt ist, in Wirtfall. So ein Wirtfall ist mir dort. Johannes Kapitel 8, Vers 32, sage ich dort, dann wo ich wollte, wo das Wort ist, und das Wort bin frei mehr. Und dann sage ich dort, so sehen, das sind die Juden, so sehen die Arm, wir stammen von Abraham her und wir sind niemals an wem versklubt, was wir kosten, die sollen, die sollen frei gemerkt worden. So, die waren nicht mal andere versklubt und sind wir, und Jesus hat nicht verdammt. Dann, wo ich wollte, wo war das Essen, wo war das am frei mehr, und Jesus hat nicht verdammt. Dann sagt er, so stammen von Abraham auf und so wir niemals an wem versklubt, was, und sagt er, Jesus sagt an, ich sage Ihnen die Wahrheit, wer du sinnig, es und der Sinn versklubt. Dann sagt er, ein Sklub bleib nicht ewig in Haus über den Sehen, der Sehen aber bleib ewig. Dann sagt er, du wirst, wenn der Sehen dich frei merkt, sind die wirklich frei. Es soll nicht schön, wenn der Sehen uns frei merken wird, dann sind wir wirklich frei. Und dann nach hier so, wenn du redest von dem Satz, und hier in der Jungen Gamin, nach 1. Korinther Kapitel 15, Vers 56. So ein Abmalsam sein, was diese Frau sagt, jetzt sage ich, der Tod sein Stachel ist der Sinn und der Sinn er der Kraft ist dort Gesatz. Wir sind frei in Christus, wir sind nicht mehr die Gesatzen. Dann der Vers 57 sagt er, aber Gott soll gedankt werden, der uns durch Jesus, der unseren Herrn Jesus Christus den Sieg gab. So Gott hat uns den Sieg gegeben. Dat we kunnen vrij zijn, dat we niet brengen om je gezaad zijn, dat we niet brengen om je zin versklaafd zijn. Maar zo wie het hier, mag de harde plezieren en mogen we alle niet twijfelen. Ik ben van het losgekomen en ik weet bloos voor de zonne wat we nog twijfelen doen. Mag God en dat ons klaar zijn laten dat ze over je leven gaan en dat ze ook kunnen vrede en God zijn woed gaan. Dat ze weten dat ze over je leven gaan. Misschien dat ze even alle moeten zo veel weten. En ik vrij mij
dat te weiten, dat wir wollen im Himmel sein, wenn wir hier schwach sind oder wird von ihnen geboren sein, und dass wir wollen gern Jesus begegnen und für alle Ewigkeit mit allem top sein, dat ich dort weit, dat ich habe mich von den Deutschen gerät und auch von seinen Eier. So, ich bin so dankbar für dort. Und wenn es bis alle in dieser Zeit wieder, er möchte er wirklich sein Wut sehen. Und sein Wut ist lebendig und lohnt sich dort unternehmen. Und dort ist kein Zweifel und Gott sein Wut. Und Gott sein Wut ist ganz Wahrheit. Und ich bin so dankbar für dort. Und wenn es alle bis in dieser Zeit wieder, und so ist der Herr versprochen, hat er bleibt bei uns. Wir haben den Vers noch zu lesen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 25, sagt er zu steht, willst du die Erde aus verbissere Schub, das wird euer wie von ihnen geboren werden, und sagt er zu steht, aber die haben nun abgemerkt, den Hort, der über jene Säulen wirkt. Was so weit hier, möchte Herr uns alle bloß eine gesehene Zeit wiedergeben und uns eine große Freiheit geben, dass wir das weiten, dass wir euer Leben haben und in Philippa Kapitel 3, Vers 3 sage ich dort, Freiheit und Ärmer im Horn und ich sage noch einmal Freiheit.